herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Gerate TV. Heute mit dem Thema: Peter stellt Strafanzeige gegen 20 deutsche Zoos. Ich habe mir die Klage von Peter einmal genauer angeschaut, oder besser gesagt das, was man aus den Pressemitteilungen von Peter und anderen Medien herauslesen kann, und möchte in diesem Video einmal darauf eingehen. Der Status bisher ist, dass Peter in 20 Pressemitteilungen mitgeteilt hat, dass man in Deutschland 20 Zoos eine Strafanzeige gestellt hat wegen Verletzung des Tierschutzgesetzes, insbesondere wegen der Flamingo-Haltung. Bisher hat kein Zoo bestätigt, dass die Staatsanwaltschaft ihnen mitgeteilt hat, dass ein Ermittlungsverfahren gegen diese eingeleitet sei. Man kann vermuten, dass eben hier die Staatsanwaltschaft ein bisschen vorsichtig ist, da Peter ja als Massenstrafanzeigensteller bekannt ist und bisher alle von Peter gestellten Strafanzeigen eingestellt wurden oder eben als unbegründet zurückgewiesen wurden. Vermutet werden kann, dass sich Peter in der Strafanzeige auf den Paragraph 6 des Tierschutzgesetzes beruft. In diesem heißt es: Verboten ist es, vollständige oder teilweise Amputationen von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres. Wie gesagt, hier gibt es auch Ausnahmeregelungen, die auch in dem Paragraphen hinterlegt sind. Wer Interesse hat, also wenn Sie das mal durchlesen, was ich verlinke das unten mal in der Artikelbeschreibung. Bis zum Jahr 2015 wurden gerade so Flamingos und andere Großvögel wie Pelikane nach dem Schlüpfen unter Vollnarkose die Flugknochen kopiert. Damit waren sie für ihr Leben flugunfähig. Im Jahr 2015 stellte die Fraktion Die Linken an die Bundesregierung eine kleine Anfrage und wollte eine Stellungnahme zu dem Kopieren von Flügelknochen in Zoos von der Bundesregierung. Die Bundesregierung hatte daraufhin festgestellt, dass das Kopieren von Flügelknochen ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sei. Man muss dazu anmerken, wie gesagt, es geht nur um das Kopieren des Flügelknochen. Also dort wurde sozusagen der Flügelknochen beschädigt, sodass der Vogel eben nicht mehr flugfähig ist. In den Pressemitteilungen von denen, die Zoos mittlerweile abgegeben haben, kann man herauslesen, dass seit 2015 tatsächlich kein Kopieren der Flügelknochen mehr vorgenommen wurde, sondern nur das Beschneiden der Flugschwingen. Das Beschneiden der Flugschwingen, also die Entfernung der Federn, muss jährlich gemacht werden, weil diese nachwachsen. Zoos sind in einer gewissen Rechtsbredouille. Einerseits steht das Tierschutzgesetz, was ihm eben zum Beispiel das Kopieren der Knochen verbietet. Das Beschneiden der Flugschwingen, der Federn, jährlich kann im Tierschutzgesetz unter dem Paragraph 2 deklariert werden. In Paragraph 2 des Tierschutzgesetzes heißt es: Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, erstens muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Zweitens darf die Möglichkeiten des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden, Schäden zugefügt werden. Drittens muss über die für die angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Also man sieht, dass das Tierschutzgesetz in vielen Fragen Probleme aufwirft, insbesondere für Zoos. Es gibt auch im Tierschutzgesetz verschiedene Ausnahmeregelungen, die dort schon festgelegt wurden, so zum Beispiel das Kopieren von Schwänzen bei Schweinen etc. Also es gibt einige Ausnahmeregelungen, die direkt schon im Tierschutzgesetz mit aufgeführt wurden. Zoos fordern jetzt natürlich eine Rechtssicherheit von der Bundesregierung, weil laut Gesetz sind Zoos verpflichtet, Tiere, die in ihrer Obhut sind, so zu halten, dass sie ihnen nicht entkommen können. Ich sag mal, gerade bei Großvögeln wie Pelikane und Flamingos, um die es hier geht, sind Voltaire wohl kaum ausreichend, weil dort eine enorme Verletzungsgefahr für die Tiere besteht, wenn diese wirklich zu fliegen wollen, aufgrund ihrer Größe und eben der Bewegungsmöglichkeit in so einer Voltaire. Also man kann davon ausgehen, dass die Bundesregierung entweder eine Ausnahmegenehmigung für Zoos schaffen wird oder eben dieses Tierschutzgesetz, wie es zurzeit auch in Österreich ist, aufweichen wird. Weil viele Tierhalter sehen sich eigentlich auf Grundlage dieses Tierschutzgesetzes so benachteiligt, dass es eben teilweise eben auch existenzgefährdend ist. Beispiele wären zum Beispiel Zoo oder auch die Tierhaltung für die Nahrungsmittelproduktion. Sollte hier die Bundesregierung weitere Ausnahmegenehmigungen schaffen,
ist das natürlich wieder ein Nachteil für Peter und den ganzen Tierrechtler. Weil jeden Paragraph oder jede Ausnahmegenehmigung, die geschaffen wird, weicht das Tierschutzgesetz auf. Und irgendwann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Tierschutzgesetz in dieser Form, wie es geschaffen wurde, eigentlich total sinnfrei ist. Was mich an der Geschichte von Peter immer wieder stört, ist, Peter behauptet ja, sie besitzen viele Experten. Von den Experten, die Peter besitzen sollte, war kein einziger vor der Strafanzeige in irgendein Zoo und hat versucht, mit den Betreibern der Zoos zu sprechen und irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen oder sich auch mal zu erkundigen, wie die Haltungsbedingungen sind. Man klagt einfach drauf los. Im Vorfeld muss man sagen, es gab eine Pressemitteilung im September diesen Jahres, wo eben da auf dieses Problem nochmal hingewiesen wurde, dass eben die Rechtssicherheit für Zoos bei der Haltung von Großvögeln wie Flamingos und Pelikane eben gänzlich fehlt. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass Peter aufgrund dieses Artikels diese Strafanzeige formuliert hat. Also wie gesagt, es war kein einziger dieser Peter-Mitarbeiter, die sich Experten schimpfen vor Ort und hat sich eben die Haltung genau angeschaut. Man wird eins gemacht haben, man hat einfach mal die Webseiten von den Zoos sich angeschaut und wer für Flamingos hält oder besser gesagt auf der eigenen Webseite eben den Nachweis in Bildern zeigt, dass eben Flamingos gehalten werden, hat eine Strafanzeige bekommen. Also man kann natürlich auch fragen, wie dann bei Peter eben diese horrende Reisekostenabrechnung entstehen, wenn die Mitarbeiter nicht einmal vor Ort sich die Haltungsbedingungen anschauen. Weiterhin sehe ich bei den ganzen Peter-Klagen, oder es sind ja keine Klagen, sondern Peter-Strafanzeigen, weil Peter selbst hat ja kein Verbandsklagerecht bekommen, weil es weder die demokratischen Voraussetzungen in der Vereinsführung besitzt. Also Peter hat nur 7 Mitglieder im Verein, also stimmberechtigte Mitglieder im Verein. Und diese schachern sich die Jobs untereinander zu und legen natürlich auch fest, welchen Lohnzahlungen sie erhalten. Ich hatte ja mal kalkuliert, nach der transparenten Aufstellung, die Peter jedes Jahr von sich gibt, so kann man davon ausgehen, dass die Vereinsführung, darunter auch der Dr. Edmund Haferbeck, ca. 200.000 Euro Jahresgehalt bekommen. Den Artikel dazu, wie ich auf diese Summe komme, verlinke ich dann auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Von meiner Seite her gehe ich eigentlich davon aus, dass hier alle zuständigen Staatsanwaltschaften dieses Ermittlungsverfahren überhaupt nicht entweder zulassen oder nach kurzen Ermittlungen einstellen, weil es ist definitiv kein Vergehen erkenntlich. Die meisten Zoos haben sich ja mittlerweile in Pressemitteilungen zu Wort gemeldet und haben eben dementiert, dass sie seit 2015 eben keine Kopierung von Knochen mehr vornehmen. Also das ist nur die reine Beschneidung. Einige haben dann auch schon experimentiert, indem man eben die Anlage umgestaltet, sozusagen die Fläche kleiner macht, damit eben Vögel, die Flamingos und Pelikane eben nicht den benötigten Schwung erreichen, um überhaupt fliegen zu können. Wobei dieses eben immer vorsichtig zu betrachten ist, weil sollten sie dann wirklich mal abheben und dann gegen irgendwas anderes fliegen, ist die Verletzungsgefahr eben sehr groß. Weiterhin sehe ich immer in den Strafanzeigen auch das Problem, dass Peter hier eigentlich deutsche Gesetzgebung völlig missachtet. In Deutschland gibt es eine Unschuldsvermutung, bis ein Richter ein Urteil fällt. Also so lange hat ein Beschuldigter als unschuldig zu gelten. Peter macht in seinen Pressemitteilungen immer generell eine Vorverurteilung. Sie schreiben den Namen, sie schreiben, um wem es geht und tun den Leser eigentlich vorgaukeln, dass der Betroffene, um den es dort geht, also gegen den die Strafanzeige sich richtet, eben bereits verurteilt ist. Und das ist ein Nonsens in meinen Augen. Also wie gesagt, hier gibt es eine Unschuldsvermutung, an die sich Peter in keinem Fall hält. Man sieht es ja auch, alle Strafanzeigen, die Peter bisher gestellt hat, wurden eingestellt oder das Ermittlungsverfahren überhaupt nicht erst zugelassen, weil die Strafanzeige unbegründet ist. Großes Beispiel ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Zoo Hannover, mit der angeblichen Tierquälerei, wo Peter manipuliertes Videomaterial benutzt hat, um angebliche Tierquälerei vorzuzeigen. Zum Schluss wurde einstimmig nachgewiesen, dass die manipulierten Bilder eben ein falsches Bild darlegen. Was haltet ihr von diesen Strafanzeigen von Peter? Eure Meinung unten in die Kommentare. Wollt ihr in Zukunft keine News verpassen? Abonniert diesen Kanal. Über ein Däumchen nach oben würden wir uns natürlich auch freuen. Tschüss, bis zum nächsten Video.